Willkommen zurück zu Gothic, zur Suche nach dem vierten und letzten, vorletzten. Hey, ich dachte, du wärst tot. Fokus. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Mit dir, Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Oh oh. Genau. Na, nein. Du sollst die Waffe nehmen. Das ist die Magie. Goblin-Krieger. Ah, das sind nicht die schwarzen Goblins. Ah, jetzt. Die geben mir auch ganz gute Erfahrung. Nicht so wie die schwarzen Goblins. Haben die irgendwas dabei? Nö, ne? Streitkolben. Wow, was ist das denn? Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Okay, wenn du meinst, dass das eine gute Idee ist. Ich sammle schon mal die Heilpflanzen, um dich nachher wieder aufpäppeln zu können. Na? Oje, das Vieh sieht so groß aus. Ich hab ein bisschen Angst. Eine Tagebuchseite, ein magischer Trank. Und eine Spruchrolle. Dann lese ich doch erstmal das Tagebuch. Okay, die Zeit läuft weiter. Mist. Die magische Spruchrolle. Um einen Troll zu töten, okay. Welche war das? Schrumpfen nehme ich an. Hitpotzel, was im Argen wird es wohl nicht gewesen sein. Monster schrumpfen, ja. Monster schrumpfen. Und um sicher zu gehen, dass es nicht daneben haut. Will ich vorher eine Runde speichern. Yeah, saugut. Boah, das war ja einfach. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Was hast du eigentlich davon? Trollfell, cool. Was hast du eigentlich davon, Diego? Die ganzen anderen, die haben immer... Oder? Milton hat irgendwas gesucht, Lester auch. Wer war denn der Dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, die haben alle irgendwas gesucht und selber gewollt. Diego jetzt nicht? Mist. Hey. Ja, das glaub ich nicht. Da gibt's wahrscheinlich irgendwo einen Hebel. Um die Tür zu öffnen. Vielleicht hier unten irgendwo? Mal Diego fragen. Wo ist denn der? Diego? Ach da. Ah, eine Winde. Was ist das? Einfach nur Holzbalken, okay. Die Winde klemmt. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So. Jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Hat so irgendwas am Boden neben der Winde gemacht und jetzt geht die Winde wieder. Interessant. Was hast du da genau gemacht an der Winde? Wo kommen die Goblins her? Da waren doch gerade noch keine. Na? Wo bist du? Komm her. Okay, alles gut. Wo kamen die denn plötzlich her?
kannst du mir noch was beibringen. Ich habe 11 Lern... Oh, noch 50 Erfahrungen. Ich steige eine Stufe auf. Yeah. Na, dann hoffe ich doch mal, dass da irgendwo noch ein Scavenger rumlurkt. Weil, naja, okay. Was Größeres dürfte es ruhig auch sein. Nur ein junger Scavenger und eine Fleischmanze wären jetzt ärgerlich. Weil ich dann... Ah, sehr gut. Na, liegt er ab. Boah, was zum Henker. Wieso hauen die gerade so übel rein? Da ist ja noch einer. Komm, mit einer werde ich fertig. Ja. Geht doch. Diego, ich brauche deine Rückendeckung. Ich muss mich mal eben kurz heilen. Uah. Na gut, dann eben Heiltränke. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu verprügeln, wenn ich Heiltränke trinke? Geht doch. Uah, nein, ich wollte ihn ansprechen. Gut, dass er unverwundbar ist. Jetzt winkt er mir zu. Was ist denn? Wo willst du hin? Ach, du willst da hoch? Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Was hast du jetzt eigentlich? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nein, tut mir leid. Weiter geht's. Okay. Weiter geht's. Jetzt war das auch schon wieder vergessen. Puh, Glück gehabt. Ah, genau. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Lebensenergie. Drei von denen sollten reichen. Nachdem es ja jetzt, nachdem ich festgestellt habe, dass es keine Alchemie gibt in Gothic 1, kann ich ja auch die ganzen Pflanzen ohne schlechtes Gewissen futtern, um mich zu heilen. Ist hier noch irgendwo eine Harpie? Nein. Ein Fokus. Yeah. Fokus aus der Trollschlucht. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich mich jetzt zurückteleportieren soll. Aber dann wäre ich wieder am anderen Ende der Barriere oder des Tals. Und müsste dann nochmal komplett quer durchlaufen zum letzten. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Mach's gut. Ja, altes Lager wäre natürlich auch eine Idee, weil ich ja immer noch diesen Brief vom Anfang habe. Und ich bin ja jetzt gerade hier direkt nebenan. Und da könnte ich ja mal den Brief hier vorbeibringen. Vor allem jetzt bin ich ja auch Bote der Magier seit einigen Folgen. Das heißt, ich darf in die Burg rein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sollte ich den Brief abliefern können. Und der letzte Fokus... Der letzte Fokus müsste irgendwo rechts oben sein. Genau, der letzte Fokus ist der rechts oben. Und der wäre halt von neuen Lager ein ganzes Stück weg. Und selbst vom Sumpflager, wenn ich mich dahin teleportiere, ist er immer noch weiter weg als von hier. Deswegen werde ich jetzt einfach kurz zum alten Lager gehen und danach mir den letzten Fokus holen. Und danach erst zurückgehen zu den Wassermagiern. So, euch kann ich aber ausnehmen, nicht wahr? Genau. Dich hatte ich schon. Aber jetzt erstmal ins alte Lager zu den Magiern, in die Burg rein, vor allem in die Burg rein. Ich war ja in diesem Spiel noch überhaupt nicht in der Burg. Das heißt, ja natürlich, ich gehe jetzt erstmal in die Burg rein und zeige euch die Burg von innen, was es da alles gibt. Da gibt es nämlich ganz verschiedene tolle Sachen. Ein Kerker, ein Koch, ein Schmied, die Feuermagier, den Erzbaron selbst. Ja.
Okay, die halten mich nicht auf, obwohl ich hier im Söldnerlock rumlaufe. Interessant. Ist Diego jetzt eigentlich wieder hier? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Hahaha, der ist doch hier. Wann hat der mich denn überholt? Naja, egal. Egal. Torus, ich bin Bote der Wassermagier. Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Du hast das Amulett eines Boten bei dir. Damit kommst du an den Wachen vorbei. Mit den Magiern will ich nichts zu tun haben. Also belästige mich nicht weiter mit der Sache. Okay. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Das war ja einfach. Einfach sagen, ich habe mit Torus geredet und ich kann rein. Und warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Wäre wohl zu einfach, ne? So, zwei Gardisten. Wenn du meinst. Was ist das da mit den ganzen Bannern? Halt! Keinen Schritt weiter! Warum? Das Haus der Erzbarone ist tabu für Abschaum wie dich. Aha. Abschaum. Aber immerhin, Haus der Erzbarone. Wer hat dich denn reingelassen? Früher wäre das Torus. Und was willst du hier? Nein. Ich wollte mal wissen, wie es hier drin aussieht. Sehr witzig. Ich werde nicht drum erzählen, dass ich eine Botschaft für den Magier habe. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Na gut. Also ihr nochmal, ich werde mich hier wild drum erzählen, allen möglichen Leuten, dass ich eine Botschaft für den Magier habe. Das könnte nämlich ganz böse ausgehen, wenn sich jemand denkt, oh ja, dann bringe ich die Botschaft ab, kriege ich die Belohnung. Was ist das denn? Naja, was ich machen wollte hier drin, tatsächlich, oder hauptsächlich, ist natürlich die Botschaft, den Magiern überbringen. Aber ich wollte auch zum Schmied gehen. Ihr habt ganz schön viel Platz hier in der Burg. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wollte mich mal ein bisschen umsehen. Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich hab damals schnell gemerkt, dass es besser ist, sich ihm anzuschließen. Schon als wir damals noch alle im Kerker eingepfercht waren und in den Minen schuften mussten, hatte er unter den Gefangenen am meisten zu sagen. Es gibt Kerker unter der Burg. Ja, aber sie sind heute leer. Seit dem großen Aufstand will da niemand mehr rein. Das heißt immerhin, sie haben hier keine Gefangenen. Das ist doch schon mal sympathisch. Kann ich das drehen? Das geht doch bestimmt, oder? Ah, nein. Er weiß nicht, wie das geht. Schade. Nein, zu wem ich wollte, ist der Schmied Stone. Oder Skip, ich weiß es nicht. Wer von beiden die Waffen verkauft. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gomez, Leute. Ach, Mist. Torus. Das könnte böse enden. Torus hat mich zu dir geschickt. Ich soll mir eine Waffe besorgen. So? Geh und frag ihn. Geh und frag ihn. Mach ich glatt. Aber nicht jetzt. Interessiert ihn bestimmt, was du über ihn erzählst. Ich weiß nicht, wer dich hier reingelassen hat, aber du solltest schleunigst wieder verschwinden! Ich dachte, ich frag nochmal wegen der Ausrüstung. Zisch ab! Ach, verdammt. Krieg ich vom Schmied selber irgendwas? Du bist der Schmied, richtig? Richtig. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Ach, verdammt. Wie freundlich die hier alle sind und wie kooperativ. Ne? Aber wir sind die Guten. Ja, und die im neuen Lager sind die Bösen. Schon klar. Na gut, jetzt aber hier ab zu den Magiern. Hier,
Torres. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Was hast du denn so? Runen? Ja. Feuersturm? Ja, das ist der vierte Kreis. Licht, Heilung. Ich hatte ja mehr so auf den Import gehofft. Ich benötige mehr magische Kraft. Tue ich das? Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Nee, ich habe 20 Mana, das reicht fürs Erste. Ich will auch nicht Feuermagier werden. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton. Und nun geh. Milton habe ich ja schon getroffen. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Oh, Mist. Wo ist denn Milton? Der wollte doch nach der Exkursion am Stonehenge wieder zurück ins alte Lager. Ist er vielleicht innen drin? Erstmal außen, bevor ich da einfach so reinspaziere. Ne, Moment, da war ich schon. Da ist er auch nicht. Ja, da ist er bestimmt innen drin, oder? Vielleicht hier? Da ist niemand. Hey! Da drin hast du nicht. Was? Wo drin denn? Der redet auch nicht mit mir. Hey, du! Was ist denn? Ach so, das sind eure Betten. Ihr schlaft hier, alles klar. Ich muss mal kurz Licht in die Sache bringen. Irgendwer rumliegt. Milton zum Beispiel. Aber nein. Hier ist niemand. Das klingt böse, was du da tust. Oh, das sieht schön aus. Diese Beschriftung. Gefallen mir. Der oberste Magier des Feuers ist bestimmt oben, oder? Drago zum Beispiel. Mit dem kann man nicht reden. Kann man mit dir reden? Choristo? Oh, auch nicht. Mist. Aber Milton ist doch... Kann ich einen Brief gar nicht abgeben jetzt gerade? Wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd. Ich lese den jetzt selbst. So. Hochgefetzt am Meister. Eure letzte Nachricht hat mich mit großer Sorge. Wir haben es beraten. Und unsere Entscheidung teilen wir mit. Die Bruderschaft bedeutet eine Gefahr für die weiteren Abläufe des Handelsabkommens und damit für den König, das gesamte Königreich und auch für euer Leben. Deshalb sollt ihr die Kundschafter aussenden und herausfinden, auf welchen Göttern, auf welchem Wissen ihre magische Macht beruht. Die meinen wohl den Schläfer. Dann werden die Priester, bla bla, Spuk ein Ende bereiten. Schon in diesem Moment studieren die Gelehrten die alten Bücher. Okay. Und ich habe gehört, angeblich soll jetzt hier was anderes stehen. Hochgeschätzter Meister Xardas. Ah. Xardas ist aber kein Feuermagier. Interessant. Xardas ist kein Feuermagier. Xardas werden wir noch treffen, aber Xardas ist kein Feuermagier. Das heißt aber, die Leute draußen, die denken natürlich, dass Xardas Feuermagier wäre. Hat der Schmied bei dir gepetzt? Nee, hat er nicht. Gut. So, ich habe 21 Lernpunkte. Wo kann ich meine Stärke hier... Ach so, kann ich gar nicht, ne? Ich kann nur meine Geschicklichkeit trainieren. Bei Diego. Stärke, keine Ahnung. Ansonsten will ich aber gerade nichts lernen, außer Magie. Magie kann ich aber hier nicht lernen, weil es die falschen Magier sind. Und selbst für die anderen habe ich noch zu wenig Erfahrung. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal den anderen Fokus suchen. Der sollte da vorne sein, ne? Ja. Auf der anderen Seite komme ich da, glaube ich, nicht hin. Mit den ganzen Steinen und Felsen da im Weg. Gut, den letzten Fokus suchen. Yeah! Und, ich sehe gerade, die Folge ist schon zu Ende. Das heißt,
Jetzt gibt es noch eine Waldbeere zum Nachtisch. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Tschüss.